Moin moin meine lieben Leute, eigentlich sollte jetzt Teil 5 von Tell Me Why kommen und Tell Me Why ist auch ein sehr guter Titel für dieses kleine Video. Denn Tell Me Why, wieso bin ich denn so vom Pech verfolgt? Die Festplatte, und es ist eine gute SSD-Festplatte, nicht mal eine schlechte, wo ich die ganzen Videos immer drauf speichere, bevor ich sie hochlade oder beziehungsweise zum Bearbeiten habe, ist es passiert. Sie ist Schrott. Ich kann sie auch nicht reparieren. Ich habe versucht, sie zu, wirklich zu reparieren. Es gibt Reparationsfunktionen, man kann ein paar andere Sachen machen. Klappt alles nicht. Ich konnte nicht mal irgendwas daraus ziehen. Ich habe 2-3 Dateien retten können, die aber wirklich unbrauchbar waren. Also ich konnte teilweise abspielen, aber dann fehlte der Anfang oder irgendwas war kaputt. Warum die so abgeraucht ist und wieso ich die Daten nicht retten kann, weiß ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ist ja leider keine mechanische Festplatte, wo ich dann nochmal vielleicht andere Sachen probieren könnte, sondern es ist ja dieser mit dem festen Teil, eine SSD. Und das ist wirklich traurig, denn ich habe wirklich 6 Parts da drauf gehabt noch, die jetzt alle weg sind. Und diese 6 Parts haben so bummelig so 4 Stunden gehabt ungefähr von dem Spiel. Ich könnte natürlich jetzt zurückgehen und sagen, ich versuche nochmal alles von vorne zu spielen. Erstens habe ich aber die Speicherpunkte gar nicht mehr und zweitens nochmal von vorne spielen, nur um da wieder anzusetzen, da habe ich gar keine Lust zu. Dafür ist das Spiel aber auch nicht reißerisch genug, dass ich sage, wow, das zieht mich in seinen Bann. Also beim ersten Mal macht es schon Spaß, aber das Ganze 2-mal nochmal durchzugehen und ich kann es ja auch nicht überspringen. Ich möchte den Zuschauern ja auch nicht die Chance nehmen, dass sie sehen können, was in der Handlung weitergeht. Deswegen, es tut mir wirklich sehr leid, aber dieses Let's Play wird wohl nicht weitergehen. Das tut mir wirklich leid. Und ich bin auch selber ein bisschen geknickt, weil ich jetzt gern zu Ende gespielt. Das werde ich aber nicht machen. Vielleicht werde ich es für mich privat mal zu Ende spielen, aber ich werde es nicht mehr streamen. Dafür ist mir zu viel. Wenn es sein sollte, dass nochmal irgendwann Zeit da ist und ich wirklich Lust habe, das nochmal zu machen, würde ich es machen. Aber die Zeit fehlt mir einfach, jetzt nochmal 3-4 Stunden aufzuholen. Und ich müsste auch den ganzen Anfang nochmal spielen, um da wieder hinzubekommen zu dem Zeitpunkt. Also von daher, ich hoffe, ihr nehmt die Entschuldigung an für die Leute, die es geschaut haben. Und ich muss dann auf jemand anders verweisen, der es auch gespielt hat. Gibt ja genug Leute, die es gespielt haben. Müsst ihr euch dann weiter anschauen. Tut mir leid, aber das sehe ich jetzt nicht ganz so ein. Nebenbei, ich habe mir aber eine neue Festplatte besorgt. Hatte auch schon eine nebenbei liegen, aber eine andere jetzt. Hoffe, dass die, ja, dass das alles irgendwie besser läuft. Ich habe es eigentlich noch nie gehabt, dass eine Festplatte wirklich Schrott gegangen ist. Also wirklich selten. Und muss man mal schauen. Aber in Zukunft werde ich ein bisschen vorsichtiger sein und hoffe, dass ich, dass das nicht nochmal vorkommt. Das wäre ja wirklich ärgerlich. Vielen Dank, dass ihr das kleine Video geschaut habt und wir sehen uns beim nächsten Let's Play und das kommt garantiert. Tschüss.